Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal ein bisschen ein anderes Workout für euch vorbereitet und zwar perfekt zum Beispiel für heiße Sommertage oder wenn ihr Anfänger seid oder einfach mal ein bisschen ruhiger trainieren wollt, aber trotzdem was machen wollt, ist dieses Workout wirklich perfekt. Es ist nämlich ein 30 Minuten Full Body Low Impact Workout, wo wir einfach ein bisschen weniger Belastung haben, auch ohne Springen, aber trotzdem decken wir einfach alles richtig schön ab, bauen eine gute Grundmuskulatur auf, verbrennen auch die ein oder anderen Kalorien. Und ich habe euch sogar ein Warm-up und ein Cooldown ganz am Anfang und am Schluss mit reingepackt, damit wir einfach eine richtig schöne, runde Trainingseinheit haben. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Mein Outfit findet ihr unten in der Infobox, auch mein Equipment und so weiter. Aber jetzt viel Spaß, let's go! Wie angekündigt, starten wir jetzt gleich mal mit dem Warm-up los. Einfach super wichtig, um uns aufzuwärmen, um warm zu werden, unser Herz-Kreislauf-System anzuregen, Verletzungen vorzubeugen. Deshalb, wir starten los mit dem Hampelmann. Aber eben ohne Springen. 20 Sekunden geben wir die Arme nach oben und wir steigen einfach nur seitlich und dann wechseln wir, das zeige ich euch gleich. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So keep my shoulder. Und wir wechseln und geben die Hände jetzt die Arme nach vorne. Pause brauchen wir jetzt noch keine, ansonsten haben wir dann immer 20 Sekunden. Und zwar die Windmühle machen wir. Wir greifen jetzt immer zum diagonalen Zeh, zum diagonalen Fuß und schauen der Hand nach. Sehr, sehr gut. Weiter geht's und zwar öffnen wir jetzt unsere Hüfte. Abwechselnd große Kreise machen und öffnen. Would that make you run and I don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking. Und jetzt von außen nach innen. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So keep my shoes on and not leaving. We're all. Sehr, sehr gut. Was wir jetzt machen ist, wir kreisen mit unserem Unterkörper. Den Oberkörper lassen wir still. Und dann machen wir es genau umgekehrt. Richtung wechseln. Und mit dem Oberkörper kreisen und der Unterkörper bleibt still. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Wir kreisen unsere Knie. Richtung wieder wechseln. Es geht weiter noch mit unserem Fußgelenk. Das wärmen wir auch auf. Dann kommt noch der Oberkörper dran und dann haben wir das Warm-up auch schon geschafft. Andere Seite auch wieder in beide Richtungen. Sehr, sehr gut. Jetzt kreisen wir einfach mal unsere Arme nach vorne und nach hinten. Öffnen und schließen. Und jetzt auch noch Ellbogen und Handgelenke kreisen. Einfach nach vorne geben und kreisen. Und dann erkläre ich euch schon die erste richtige Übung. Richtung wechseln wieder. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir mal eine kurze 20 Sekunden Pause. Wir gehen jetzt in den breiten Stand. Ihr könnt auch noch mal einen Schluck trinken. Und wir boxen jetzt zuallererst gleich mal. Immer nach links, nach rechts. Und richtig schön mit dem ganzen Körper mit.
Sekunden, 1, los geht's. Ausführen. Beine schauen ganz leicht nach außen. Wichtig, einfach nicht nach innen mit den Knien fallen. Runtergehen, tief runtergehen, gerade Rücken und hochdrücken. Sozusagen nach unten, kommen in die Liegestützposition. Ihr könnt jetzt entweder eine ganz normale Liegestütz machen oder auf die Knie legen, runtergehen und wieder zurückkrabbeln. Sehen die so aus, dass wir für 20 Sekunden auf die eine Seite steigen, in meinem Fall die linke Seite, und nach 20 Sekunden wechseln wir das Bein. Trinkt nochmal, atmen tief ein und aus und dann geht's wieder los. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Ich habe die Zeit übersehen. Ich hoffe ihr nicht. Nach 20 Sekunden hätte ich schon wechseln müssen. Halb so wild. Ich mache dafür so einen. So, weiter geht's. Wir geben jetzt den Ellbogen zum Knie und die Hand zu den Zehen. Und Wechsel. So kommen wir wieder richtig schön in Schwung, weil einschlafen wollen wir auch nicht zwischendurch. Und dann geht's wieder los. Wir machen wieder eine Liegestütze, legen uns ab und flattern fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5.
Also 5 Sekunden. Und wieder hochdrücken, eine schöne Liegestütze, ablegen und für 5 Sekunden flattern. Sehr gut, einmal bitte wenden. Wir legen uns auf den Rücken. Für unseren Po haben wir natürlich auch was. Und zwar machen wir die Glute Bridge mit einem Bein. Also ein Bein geben wir gestreckt nach oben und wir drücken uns aus dem Po, wirklich den Po richtig, richtig anspannen. Zusammendrücken, nach oben. Oben kurz halten, langsam wieder runtergehen und gleich wieder hochdrücken. Nicht ablegen. Dann wechseln wir auf das andere Bein. Wir können hier immer was zwischendurch trinken. Und dann geht es auch schon gleich wieder los. Bei mir kommt jetzt das linke Bein in die Luft. Und let's go. Sieht das jetzt wie folgt aus. Wir starten mal mit dem linken Bein, geben es zum Körper und nach oben in die Luft. Und wieder zum Körper geben und nach oben. Und nach 20 Sekunden wechseln wir das Bein. Zum Beispiel einen Sessel, keinen Rollschreibtischsessel, das ist gefährlich. Und zwar machen wir jetzt einen Dip nach unten und geben dann anschließend die Beine einmal in die Luft und wieder runter dippen und Beine in die Luft geben. Ohne springen, ein bisschen langsamer und zwar steigen wir jetzt einfach immer auf die, ja, überkreuzt nach hinten, einmal Mitte, einmal hinten, Mitte und hinten.
Da wird jetzt ein angenehmer Wind gehen, hoffentlich. Puh. Sehr gut, jetzt noch mal eine Übung für unsere Arme, auch für die hintere Schulter. Wir beugen uns jetzt leicht nach vorne und flattern mit den Armen nach hinten, sodass wir vielleicht sogar gleich mal abheben. Mal schauen. Trink noch mal einen kleinen Schluck, dann geht's los. Richtig schön nach hinten ziehen, auch hier wieder gerade Rücken, nicht irgendwie so buckelig dastehen. Also wir machen jetzt Burpees ohne Springen, langsamer, aber kontrolliert. Und zwar in Plank-Position gehen, eine Liegestütze oder auf den Knien eine Liegestütze, nach vorne steigen und dann hochstrecken, wieder runtergehen. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt in Bauchlage. Jetzt gibt es eine Übung für den Rücken. Und zwar machen wir jetzt den Superman auf 3 Steps. Habe ich euch schon mal gezeigt, die Übung. Und zwar einmal nach vorne heben, auf die Seite geben, die Arme heben und hinten. Es arbeitet auch der Chor, hintere Schulter, super gut mit. Und zwar drücken wir uns jetzt nach oben aus dem Trizeps. Die untere Hand umschlingt einfach den Körper und mit der oberen Hand drücken wir uns nach oben. Und nach 20 Sekunden wechseln wir die Seite. Es geht wieder los. For someone who can take away the pain of you, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Seitenwechsel. I'm still falling. But it tastes bittersweet. I keep on falling. I like the taste. Sehr, sehr gut. Ja, ich muss sagen, mir wird schon angenehm warm. Ich hoffe euch auch, denn dann sollte auf jeden Fall auch so sein. Weiter geht es mit Ausfallschritten. Ein Bein, wir starten mit dem linken Bein, kommen nach vorne, das rechte Bein nach hinten und 20 Sekunden lang pull.
pulsieren wir in dieser Position. Wichtig, schön außer Ferse hinten hochdrücken. Planks und Shoulder Taps. Also einmal Schultern abwechselnd berühren, runtergehen auf die Ellbogen und wieder hochkommen. Und wichtig, wirklich richtig schön den ganzen Körper anspannen. Schon ein bisschen beim Aufwärmen gemacht. Wir flattern jetzt mit unserem Arm, mit unseren Armen. Brust arbeitet mit. Einmal nach vorne, nach hinten, nach oben und nach unten. Wir starten mit nach vorne flattern. Jetzt wirklich alles geben und nach hinten. Und zwar einfach nur 40 Sekunden lang halten, hochdrücken und halten. Drücken. Hier bin ich schon wieder, sonst fällt nämlich die Kamera gleich aus. Weiter geht es jetzt wie gesagt mit dem Bauch. Wir machen eine Crunch und drücken uns nach oben. Auch super für den Core, für den unteren Rücken. Crunch, hochdrücken, anspannen, runtergehen und wieder aus dem Bauch arbeiten. Reverse Crunch, und zwar wir drücken uns nach oben
und wieder langsam absenken, Füße aber nicht ablegen, in der Luft lassen. Wichtig, hier nicht einfach runterfallen, unkontrolliert, sondern wirklich einen angespannten Bauch haben, dass es richtig schön brennt. Bauchübung und richtige Übung, und zwar jetzt noch für die seitliche Bauchmuskulatur Heel Touches. Wir kommen nach vorne und berühren abwechselnd unsere Knöchel und wirklich in der Luft bleiben mit dem Bauch, richtig schön wieder aus dem Bauch arbeiten. Schön runterzukommen. Legt euch einfach mal auf den Rücken und streckt euch mal schön durch. Tief ein- und ausatmen. Wir ziehen jetzt unsere Knie zum Körper und kreisen sie einfach mal so ganz angenehm, um uns eine angenehme Rückenmassage zu machen. In die andere Richtung kreisen und dann einfach mal auf eine Seite fallen lassen. Zur anderen Hand nachschauen. Noch einmal kreisen und auf die andere Seite fallen lassen. Machen Katze und Kuh, also einen runden Rücken und ein Hohlkreuz. Tief ein- und ausatmen. Eine Hand nach oben geben und unten durchstrecken. Nochmal nach oben geben. Und durchstrecken, ablegen. Und die andere Hand nach oben geben, durchstrecken. Und noch einmal und ab. Wir kommen jetzt in den herabschauenden Hund. Wir drücken uns nach oben, Wirbelsäule richtig durchdehnen, am Platz etwas steigen und mit einem Bein nach vorne steigen und einfach die Dehnung spüren. Sehr, sehr gut. Wir steigen wieder zurück, geben das andere Bein nach oben, nach vorne und dehnen auch hier
Richtig, richtig schön. Herabschauenden Hund kommen, nach vorne legen in die Kobra, richtig schön öffnen, tief ein- und ausatmen und wir drücken uns in das Kind, verweilen noch kurz in der Position. Langsam aufstehen oder auch liegen bleiben, wie ihr wollt. Und wir haben es geschafft. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass euch das Workout gefallen hat, dass ihr Spaß am Training mit mir gemeinsam hattet. Ich freue mich wie immer super, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen wollt. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch nichts mehr Neues hier zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!